wo du am Ende nur noch irgendwie mit einem Servicevertrag hinten dran ein bisschen Support anbietest. Die sagen halt, okay, ich tue mir da noch ein bisschen hart, ne, in der Kundengewinnung. Und das liegt immer, immer, immer an der Positionierung im Kalender, hier unten den Link und oder hier oben auf LinkedIn. Und dann sehen wir uns dort. Ich nehme gerne eine halbe bis dreiviertel Stunde für dich Zeit. Immer ich persönlich, ja, nach wie vor. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal bzw. auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting. Wir sind spezialisiert auf die Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses, insbesondere Softwareentwicklung, sei es jetzt individuelle Softwareentwicklung und oder auch Customizing von standardisierten Softwarelösungen, die teilweise ja sehr, sehr stark auch erweitert und angepasst werden müssen, sodass sie dann letztendlich schon fast wieder individuelle Lösungen sind, wie zum Beispiel diverse Erweiterungen, diverse Module ins Customer Experience Bereich oder in, sagen wir mal, Supply Chain Management, PLM, wie sie alle heißen, die ganzen Bereiche, je nachdem. Und SAP, Oracle, Adobe etc., PP, Salesforce, Konnektoren, also quasi Schnittstellen, Datendrehscheiben zu Drittsystemen etc., etc., etc. Wenn du dich also hier angesprochen fühlst, wenn du aus diesem Bereich Softwareentwicklung im weitesten Sinne kommst, beziehungsweise Webentwicklung, Backend, Frontend, egal was, dann bist du hier genau richtig. Also dranbleiben und schon mal den Video einen Daumen hoch geben. Ich gebe mir wirklich viel Mühe, auch hier viele Erfahrungen aus den letzten Jahren hier zu teilen. In diesem Video möchte ich mal ein Video machen, wo ich so ein paar Ideen mitgeben möchte. Wenn du natürlich im Detail mit mir unterhalten möchtest, okay, wo genau du am besten positioniert wärst im Markt, wenn du direkt kontinuierlich Kunden gewinnen möchtest, zumindest schon mal Lead generieren möchtest, ja, und dann eben auch daraus Kunden, dann bitte uns einfach eine Strategie-Session buchen, jederzeit gerne, also im Kalender hier unten den Link und oder hier oben auf LinkedIn. Und dann sehen wir uns dort. Ich nehme gerne eine halbe bis dreiviertel Stunde für dich Zeit. Immer ich persönlich, ja, nach wie vor. Ich mache lieber nur 5 bis 10 Strategiesessions in der Woche für eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, wenn es hochkommt, ja, die sehr qualitativ, sehr, sehr hochwertig sind. Als wie, dass ich hier 10 Leute sitzen habe, die quasi so Setup-Calls machen und so weiter und so fort. Also das ist letztendlich, ich skaliere auch gerne und ich verdiene auch gerne Geld, aber bei uns ist immer Quality first, okay? Und das Gleiche gilt auch für die Arbeit, die wir machen für unsere Kunden, und auch unsere Kunden haben in der Regel auch Quality first, ja, Credos als Teil ihrer Gesamtstrategie. Okay, so viel nur erstmal dafür vorweg. Also jetzt halt nochmal ganz kurz, ich habe immer wieder Anfragen von Softwareentwicklern, teilweise noch sehr jungen Leuten, die einfach relativ findige Softwareentwickler sind, auch innovative, kreative Softwareentwickler, beziehungsweise halt einfach auch, ja, mit sehr viel Potenzial, teilweise um den 20ern. Und in der Regel sind es Jungs, ne? Die scheinen da einfach besser zu sein wie die Mädels, ist halt einfach so. Und die sagen halt, okay, ich tue mir da noch ein bisschen hart, ne, in der Kundengewinnung. Und das liegt immer, immer, immer an der Positionierung, ja, und damit einhergehend die richtige Zielgruppe dann auch sozusagen zu finden, die auf dich am besten passt, wo du einfach am schnellsten und am besten weiterkommst. Und im Zuge dessen hier mal eine Sache, die ich rauspicken möchte, dass halt viele, die noch sehr unerfahren sind, generell bei diesem Akquise-Thema für Softwareprojekte und dergleichen, dass sie halt meinen, okay, ich suche mir jetzt irgendwie, sagen wir mal, eine Nische aus oder sowas, wo ich vielleicht schon ein bisschen Erfahrungen sammeln konnte, keine Ahnung, Rechtsanwälte, Steuerberater, Zahnärzte, na, also was es da halt alles so gibt noch. Also häufig sind es einfach so, sagen wir mal, so vermeintlich gut verdienende, ja, Nischenbranchen, ja, Mittelständler am besten, ja, also auf gar keinen Fall mehr wie 20 oder 50 Mitarbeiter, weil da ist der Akquise noch am einfachsten, was einfach kompletter Blödsinn ist, ja. Und
Genau. Und naja, und wenn ich da jetzt eine Webseite oder irgendwas baue oder irgendeine Erweiterung oder irgendwie so ein WordPress-Plugin für die mache oder irgendwas, dann verdiene ich halt, keine Ahnung, so im Durchschnitt vielleicht 3.000 bis 7.000 Euro und das passt. Ja, das ist so mein Ding. Und da würde ich halt immer, das funktioniert aber dann nicht meistens, oder beziehungsweise sie kommen nicht so richtig voran, dann kommen sie zu mir, buchen sich einen Termin und vielleicht kann ich hier schon einiges vorwegnehmen, sodass du letztendlich, wenn du dann dir bei mir einen Termin buchst, da schon mal ein bisschen darauf vorbereitet bist, beziehungsweise dir vielleicht schon ein paar Fragen vorweg beantworten kannst. Dieses Szenario, das ich gerade beschrieben habe, resultiert nicht weniger auch dadurch, durch diese ganzen großen Massenmedien und überall wird halt einfach immer gesagt, hey, hol dir irgendwie kleine Mittelständler und so weiter, hier kannst du schnell abschließen und schnell verkaufen und alles schnell, schnell, schnell. Und das ist halt immer eine Frage von Positionierung, Zielgruppe und dergleichen. Und ich würde mal sagen, klar, kannst du da auch irgendwie dir was aufbauen und so weiter, aber du brauchst halt eine unfassbar viel Masse. Ne? Und bei uns halt immer Quality first. Und in der Softwareentwicklung ist es halt so, dass wenn du nicht irgendwie so ein komplett durchstandardisiertes Produkt hast, wo du am Ende nur noch irgendwie mit einem Servicevertrag hinten dran ein bisschen Support anbietest, ja, das muss dann aber schon ein unfassbar ausgereiftes Produkt sein. Also das ist zum Beispiel irgendwie so ein neues Funnel-Tool wie OnePage oder irgendwie sowas. Ne? Das ist ja dann nochmal eine völlig andere Strategie. Das ist ja nochmal. Da geht es gar nicht um Projektgeschäft und so weiter. Aber du vermischst sozusagen unterschiedliche Bereiche miteinander. Und wenn du dann, sagen wir mal, hier den Stück von dem Bereich nimmst und hier ein Stück von dem Bereich und hier ein Stück von dem Bereich, die aber nicht zusammenpassen, dann tust du dir halt unfassbar schwer in der Positionierung, also in der Kundengewinnung generell. Ja? Und da musst du halt ein bisschen aufpassen. Also ich rede jetzt hier mal vom Enterprise-Segment, weil das machen wir halt hauptsächlich mit unserem Kundenprojektgeschäft und dergleichen. Und da ist halt so, dass du dir, wenn du jetzt wie vorhin, wenn du, ja, das wie vorhin genannt, vorstellst, naja, so Mittelständler 20, 30, 40 Mitarbeiter und die haben dann irgendwelches WordPress oder sonst irgendwas, dann musst du halt jedes Mal wieder in diese Situation nicht reindenken. Na, also die Reibung vom Onboarding, Offboarding und all diese Themen, dann dauern manchmal so IT-Projekte immer doppelt so lange als ursprünglich geplant. Dann hast du vielleicht auch noch einen Pauschalvertrag, du kriegst also am Ende nicht mehr Geld dafür und am Ende hast du dann Stundenlohn von 40, 50 Euro. Soll schon mal vorgekommen sein. Kommt dir irgendwie bekannt vor? Ja, dann bleib auf jeden Fall dran. Ja, jetzt, ich gebe jetzt einfach mal eine Alternative, eine Möglichkeit, wie du es sonst noch machen könntest. Überleg doch mal. Einfach, ich liebe immer dieses Zoom-in, Zoom-out. Ne? Jetzt lass uns mal Zoom-out machen. Ja? Lass uns mal auf eine Vogelperspektive gehen. Lass uns mal den Adler spielen. Ja? Und wir segeln jetzt mal über die Wälder und über die Seen und über die Felder. Ja? Und schauen wir von ganz oben runter auf den kompletten IT-Markt. Okay, dann jetzt schauen wir uns auf Softwareentwicklung. Jetzt mal so Enterprise, ne? Die größeren Firmen. Was passiert denn da generell? Auch genauso wie die kleineren Firmen teilweise. Welche Platzhirschen gibt es denn da? Also wirklich Firmen, die quasi Marktanteile gesichert haben auf alle Ewigkeit, die sozusagen Winner takes it all Prinzip ja, schon längst für sich besiegelt haben und vielleicht noch zwei, drei Mitbewerber haben in Teilbereichen, aber letztendlich denen kann niemand mehr das Wasser reichen. Sprich, da ist ein Burggraben ohne Ende. Das ist letztendlich Firmen, deren Aktien du im langfristigen Sparplan für deine Altersvorsorge für die nächsten 30, 40 Jahre in deinem Portfolio haben solltest. Also von welchen Firmen ist die Rede? Von Microsoft, ja, unter Umständen Adobe Salesforce, ja, Oracle, dann ja, IBM, vielleicht aktuell nicht mehr so, aber definitiv Google Alphabet, ja, und vieles, vieles mehr, also noch ein paar mehr. Und 20, 30, 40 bestimmt nennenswert, möchte jetzt nicht hier alle runterbeten. Ja, und wir nehmen jetzt einmal nur SAP und Microsoft, weil die halt einfach im deutschsprachigen Raum sehr dominant sind. Ja. Und vielleicht noch Salesforce und Adobe. Ja. Und ich habe für jede dieser Firmen habe ich schon Kampagnen durchgeführt für unterschiedlichste Teilbereiche vom CRM zum CMS zum E-Shop zum ERP-System, zu unterschiedlichsten Teilbereichen des ERP-Systems und so weiter. Und das Ganze reicht zurück seit
ja, die letzten 10, 15 und noch länger, ja, Jahre, ja, wo ich immer wieder Berührungspunkte, Kampagnen aufgesetzt habe, also die ganze Teams mit aufgebaut, die im Inside Sales arbeiten, etc., etc., etc. Und ich kann dir eins verraten, wenn du jetzt da drauf schaust und dann denkst du dir, okay, also, du schaust jetzt erstmal, okay, was gibt es denn für Platzhirschen? Sorry. Also, Firmen, die quasi schon einen riesigen Anteil des Marketings für dich gemacht haben, ne? Die jeder kennt, die jeder teilweise haben muss, wo teilweise die Firmen, und ich rede hier von keinen kleinen Firmen, quasi einen Kaufzwang schon haben, also einen Kaufdruck garantiert und eigentlich schon fast einen Kaufzwang. Also es gibt Firmen, die machen mehrere hundert Millionen Euro Umsatz, die machen Milliarden von Euro Umsatz, die haben 20, 30, 40, 50 ja, Standorte weltweit, ja, und die haben teilweise ein IT-Budget, ein achtstelliges IT-Budget im Jahr und so weiter und so weiter. Und die haben jetzt den Zwang, ja, den Kaufzwang, ja, zum Beispiel von SAP R3, 6 Punkt irgendwas, ja, auf S/4HANA umzumigrieren. Jetzt, wenn du da mitspielst, ja, was auch immer da konkret dein Ding ist, ja, auch wenn du dich auch eine ganz kleine Sache nur konzentrierst, die vielleicht auch individual Softwareentwicklung betrifft. Ja? Und hier mal ganz cooler Insider, ja? Also immer mehr zunehmend Lösungen von SAP gehen in Richtung, ja, Open Source, Java, Frameworks, dergleichen, weil hat verschiedene Gründe, können wir uns gerne mal im Strategiegespräch unterhalten. Ich möchte jetzt hier nicht so ein paar, also so Sachen raushauen, die ich vielleicht nicht raushauen sollte, aber es ist halt einfach, es gibt gewisse Sachen, auch da Wandel, ne? Also wie zum Beispiel eine IBM, ne? Ist also hier im deutschsprachigen Raum nicht mehr so häufig ja, so eine Art Rohrkrepierer. Ich kenne jetzt hier keinen Dienstleister, der ursprünglich mal WebSphere oder sowas im Portfolio hatte, wo sagt, naja, also das verkaufen wir wie geschnittenes Brot. Ja? Und wenn du dann natürlich so kleine Minitrends immer wieder anschaust, aber insgesamt innerhalb dieser Platzhirschen, ja, mit letztendlich, wo die Firmen eigentlich schon fast nicht nur einen Kaufdruck, sondern eigentlich einen Kaufzwang haben. Wenn du da also quasi mitnimmst, dann bist du quasi, also erstens mal, die Platzhirschen übernehmen schon einen großen Teil deines Marketings. Ja? Dann der vorhandene Kaufzwang, in einem Fall mehr wie im anderen, zumindest der Kaufdruck, der vorherrscht, also hier ein Upgrade, hier eine Konsolidierung, hier eine Einführung, etc., etc., weil, warum ist hier ein Kaufzwang für eine Konsolidierung, wie sieht das jetzt aus im Detail? Ja, zum Beispiel, das ist irgendwie ein Mittelständler, den gibt es schon seit knapp 100 Jahren oder sowas, ja, oder 50, 70 Jahren, ja, viele sind so nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch entstanden und die haben jetzt noch nicht irgendwie so ein Gefrickel oder irgendwas Eigengebautes oder irgendwie ein kleines ERP-System und jetzt haben sie halt irgendwie eine neue Produktpalette und da ändert sich ja auch vieles mit dem ganzen Produktwandel da im Automotive und überall halt einfach. Und jetzt haben sie einfach zusätzliche andere Zulieferer bzw. Kunden und die haben alle SAP. Jetzt haben die natürlich den Kaufdruck, vielleicht sogar den Kaufzwang, auch SAP einzuführen. Ja? Und das heißt, die übernehmen ja quasi, also hier quasi indirekt übernimmt ja quasi jetzt in dem Fall der Hersteller, also in dem Fall SAP, schon, sagen wir mal, 80% vom Vertrieb für dich. Wenn du jetzt irgendwie so ein kleiner Entwickler bist, ja, vielleicht ein paar Freelancer oder bist da gerade schon am Skalieren oder irgendwas und hast jetzt da irgendwie dir eine Schnittstelle oder sonst irgendwas überlegt, schon ein paar Erfahrungen gesammelt und so weiter, kannst du hier sich super platzieren in einem Markt, wo das schon 80% und 90% vom Marketing und vom Vertrieb für dich eigentlich erledigt ist. Also das ist letztendlich, jetzt, was du jetzt noch brauchst, ist ein Partner wie uns, der sich einfach hinsetzt mit einem Sack voller Kontakte. Ja, keine Ahnung, wir haben ungefähr 1.500, 2.000 Firmen, ja, wo wir sagen, okay, ja, die haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit schon SAP im Einsatz oder müssen es bald einführen, zum Beispiel, ja, aufgrund unserer jahrelangen Recherche, die wir gemacht haben. Bingo, ja. Und schon bist du da drinnen und hast eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, hier erfolgreich hochzuskalieren. Und das sind halt so die kleinen Nitty-Gritties, ja,
wo sich halt viele, die halt sich bei uns melden für eine Strategiebuchung, und vielleicht habe ich mir jetzt 10 Strategiebuchungen gespart durch dieses Video, ja, wo du dann sagst, okay, ja, ich gehe sofort rein und arbeite mit Thomas Klein zusammen, weil der hat mich verstanden, der weiß wirklich, um was es geht, der weiß wirklich, okay, hier ist sozusagen die low-hanging fruit, ja. Also warum muss ich hier ewig rummachen mit Vertrieb und so weiter für 4.000, 5.000 Euro Aufträge? Ja, und wenn hier vielleicht viel, viel höhere Volumina möglich sind, ja, in Bereichen, wo quasi Marketingvertrieb für mich quasi schon indirekt irgendwie erledigt wurde. Und jetzt brauchen wir uns den richtigen Partner, um dort sozusagen volle Kanne reinzugrätschen im Vertrieb, ja, und Marketing. Okay, wir machen natürlich auch noch andere Sachen. Wir helfen dir bei der Webseite, wir helfen dir bei Videos, Material, Fotoshoots und so weiter und so weiter. Können wir das für dich erledigen, also operativ oder dir hier auch beraten und so weiter. Wir schauen darüber, was für E-Mails verschickst du und dergleichen. Aber letztendlich dieses direkte Marketing, dieser direkte Vertrieb, das ist unser Kerngeschäft und nach wie vor, das ist auch der schnellste Weg zum Cashflow. Und Cashflow ist natürlich das Wichtigste beim Thema Wachstum und Skalierung. Also ich freue mich auf ein Gespräch mit dir. Ich hoffe, ich konnte dir schon einige Punkte vorwegnehmen, die wahrscheinlich dann eventuell auch wieder auftauchen werden in den Strategiesessions, die du gleich buchen wirst oder bereits gebucht hast. Dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Bis dahin, dein Thomas Klein. Happy Hunting. Ciao. Bis gleich.